May we have a moment of respite? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir keine Zeit mehr zum Rasten. Wir sind kurz davor, daheim zu sein und so. Ich habe Waren und Schrott. Den ganzen nicht magischen Quatsch. Das ist immer eine plus 2 und das ist immer eine andere Rüstung. Eine Ritterrüstung. Behalte den Quar mal. Auch wenn das eine Zeug, also zwei von den Teilen schon 2000 Goldstücke sind, aber ich behalte es jetzt erstmal, weil lieber, dass man es später, dass man es auf Halde hat und später verkauft, als dass man es später brauchen kann und für noch teurer kaufen muss. Die Gelegenheit, ich kann dir noch ein paar Geschichten geben. Hier Relikte. Thorak-Anhänger. Das war's. As it should be. So. Weil das Bein hätte ich eigentlich verkaufen können. Den Treuschnitter. Exotische Umgangs. Die will ich einfach nur behalten wegen. Den Kram kann ich mal verkaufen. Erdspalter, ja. Ein Erdspalter. Was ist es? Ein Erdspalter. So, die Ritterrüstung plus 1, den Brustplatte plus 2. Gürtel der Riesenstärke, ein Schutzamulett. Wobei, die hätte ich jetzt eigentlich gleich nochmal behalten können und die mal anlegen. Ich glaube eigentlich, die Brustplatte plus 2 hätte ich auch gleich mal behalten können. Genauso. Treuschnitter. Ich habe da so eine Ahnung, wer die anziehen könnte. Nämlich ihm hier. Pattenpanzer plus 2. Okay. Du hast da schon was Besseres. Also behältst du das. Ah, das kann er nicht anziehen. Du könntest. Dann nimm doch den Trollschnitter statt der. Ja, das sieht gut aus. Dann kriegst du noch die Brust. Den Plattenpanzer. Das Ding ziehen wir dir auch an und das Ding ziehen wir dir an. Dann haben wir die Leute nämlich zumindest ein bisschen was ausgerüstet. Rigongar haben wir noch gar nicht ausgerüstet, tatsächlich. Sense plus 1, das bei plus 1. Ja, eigentlich kann ich die beiden Sachen auch gleich verkaufen. Bei die Sense plus 1 lassen wir nochmal hier. Gut. Da müssen wir mal noch eine schlafen. Wenn wir das gemacht haben. Gucken wir nochmal ganz kurz in das, was unsere Baronie so macht. Danach holen wir uns die Druckerpresse. Ah, der Priester konnte die Ausbreitung der Riesenpilze nicht verlangsamen. Wenn überhaupt, haben ihre Gebete und Wachstumskolonien nur noch beschleunigt. Aus Angst der Waldkatastrophe haben sich Einheimischen von den Göttern abgewandt. Autsch. Erfolg, ein übles Gerücht. Loyalität plus 2. Wir haben. Na gut, Loyalität immerhin sehr viel, aber Stabilität haben wir immer noch nichts bekommen.
Ja, ein echtes Meisterwerk ist leider ein Fehlschlag, hat aber trotzdem noch Wirtschaft plus 1 gegeben. Tempel für das Volk. Die Gläubigen haben Untertanen für Dinge gesammelt. Wir dauert 14 Tage, das ist okay. Unruhige Gefilde. Brutstätte für Banditen und Raufbolde. Du bist dabei. Dann haben wir hier noch billige Öffentlichkeit. Da können wir gerade niemanden mit einsetzen. Und hier haben wir auch niemanden für das Ereignis des Monats. Also keine Feierlichkeit, schade. Hier haben wir einfach keine Leute, die wir einsetzen können. Weil die Leute jetzt gerade alle unterwegs sind und beschäftigt sind. Okay. Mindestens 4 Tage. Gut. Auf Tour der Händlerin. Zaki, ich habe da ein bisschen Schrott für, tolle Waren für dich. So. Ich habe alleine auch schon so ewig viele Tränke dabei und so ein Quatsch. Ja, ach, die Sprüche hätte ich noch da lassen können. Den Quatsch hätte ich auch noch da lassen können, na, alles klar. Eine Außentruhe haben wir hier leider nicht. Also muss ich wieder rein. Es tut mir leid. Müssen wir Dienst noch irgendwie leveln oder sowas, bevor wir loslaufen? Lindsay ist gelevelt, hat Inventar, die schwere Armbrust 2D11, 2 bis 11. Du hast 3 bis 15. Ich hast die leichte Armbrust. Stört ja nicht. Wäre jetzt nicht das, worauf du spezialisiert bist, aber ich nehme sie mal lieber. Lass sie mal lieber mitnehmen. Wieder Rüstung 3. Ja. Gnome und Halblinge können die Klamotten tauschen, das passt schon. Hallo Wurf. So, das heißt, du kommst raus, du kommst rein, das ist gut. Mein Ohr juckt. Wir müssen mal hier runter. Ich glaube, jetzt, wo wir nicht mehr so beladen sind, geht das Reisen viel, viel schneller. Habe ich irgendwie den Eindruck. Und es hört sich auch gar nicht so an, als würden sie die ganze Zeit durch den Tunnel laufen. I'm hungry. When we stop. So, du bist dann stattdessen in der Wache.
So. Weil ich weiß, hier wird es gefährlich. Oder hier kann es gefährlich werden. Theresia. Da haben wir das Schreckgespenst. Ich vermute mal, das hier ist dann wahrscheinlich die Druckpresse, die liegen geblieben ist. Ah, hier passiert was. Was habt ihr du? So, 1000 Punkte doch. Alles klar. Viel Erfolg. Ich habe die Tubköpfe es geschafft, eure Pferde zu verlieren. Sollen wir die Kisten etwas selber tragen? Ist das überhaupt für Eisenzeug? Wozu Hölle brauchen wir es? Das sind sie, flüstert Lindsay aufgeregt und zeigt auf die Beine. Frischer Tat habt. Wir zeigen ihnen, was passiert, wenn man anderen Leute Eigentum. Wir teilen ihnen eine Lektion. Dieses Eisenzeug wird uns reich machen, Schwachkopf. Das ist ein alchemistisches Transmutator. Ich habe Ustanaf mal gesehen. Wir bauen ihn einfach zusammen, schalten ihn ein und verwandeln damit Steine in Gold. Steh nicht rum und schlüpfe in das Zaumzeug. 1000 Punkte spielen wir zusammen. Mal gucken. Bist du sicher? Gut, mal sehen, ob wir die Karren bewegen können. Ihr habt Herzschläge und zu verschwinden. Das ist der Mistkerl, der den Hirschkönig erlegt hat. Keine Armee weit und breit. Glückstag, schnappt ihn euch. Wenn wir den Baron erlegen, können wir selbst Barone sein. Vernichtet den Abschaum des Barons. Okay. Haben wir ganz normale Banditen. Ja. Bring it. Let us strike as one. Repent. This will hurt. This is for you. Serves you right. Wie man sieht, ich habe da ein paar magische Waffen. Die funktionieren auch sehr gut. Strike where the legend. Let's try this way. Gut, dass ihr euch einfach umdreht. So, die drei kümmern sich jetzt mal um die. War es das? Ja, das sieht so gut aus. Sammeln. Oh, da ist sogar noch einer. Wie schön die Funken da lang liegen bleiben. So, Zeug sammeln. Nachdem Lindsay alle Kisten und Karren inspiziert hat, muss sie sich beherrschen, um die Mechanisten nicht darin zu küssen. Die Presse ist sicher und unversehrt. Sie müssten nur zusammengebaut werden. Juhu! Ich kann es kaum glauben, mein eigener Verlag. Ich habe so viele Ideen, so viele Pläne. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Was soll ich zuerst drucken? Was wollt ihr drucken? Ich weiß es ja nicht, deshalb habe ich euch gefragt. Ich meine, es ist nicht nur eine geschäftliche Entscheidung, oder? Es ist, ja, eine Wahl. Der erste Schritt, ein einziges Buch wird zwar nicht meine ganze Karriere bestimmen, aber ich werde immer wieder daran zurückdenken. Wisst ihr noch, als ihr nicht in eurem Druckerpresse bekam, Lindsay? Welches Buch habt ihr gleich noch zuerst gedruckt? Und dann will ich für meine Antwort mich nicht schämen müssen. Druckt etwas, was Irovetti verboten hat, nur um ihn zu ärgern? Wählt was Schönes bei einem Buch, bei dem ihr euch nicht schämen würdet, wenn es euer Lehrer liest? Die Maschine muss ich rasch bezahlt machen. Fangt mit Schundromanen an. Die Qualität ist nicht wichtig. Sie müssen nur gut verkaufen. Wählt was Schönes. Mein Lehrer hat mir gezeigt, welche Schönheit in Büchern verborgen ist. Am besten kann ich diese Gnade wohl zurückzahlen, indem ich anderen ebenfalls zeige. Vielleicht ist das die wahre Berufung aller Barden. Wollt ihr Papier vergeuden? Nun, wenn Brayden es euch tun lässt, ist es euer Recht. Dennoch, ihr solltet lieber was Nützliches für die Bürger drucken. Nicht etwas, was nur ein Anfall von Intellektuellen gefällt. Ans Werk, ich werde Pferde schicken, um die Lieferung den Rest des Weges bis zur Hauptstadt zu ziehen. Ja, geschafft. Und wieder, und viel Fehlschlag. Über die drei. Nein, tatsächlich nicht über die drei. Wir sind eher nicht, wir sind nicht der SV-Tor. Da machen wir das nicht unbedingt. Aber wir können nochmal hier runter gucken und mal in den Brunnen gucken, ob wir vielleicht die Geister raus vertreiben können. Wir sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Vielleicht können wir auch einfach ein paar Tatzelwürmer töten. Tatzelwürmer können wir auf jeden Fall töten. Oh, guck mal, cool. Eine Questewahl.
Ein toter Mann torkelt auf dich zu. In seiner Brust klafft ein großes Loch und durch die Risse in seinem verfaulten Fleisch erkennst du das Weiß von Knochen. Spricht in Stocken und Gurgeln und röchelt. Lebendes Wesen, ich will dir nichts tun. Hilf mir. Wer bist du? Ich hatte einen Namen. Dorsey hatte eine Braut. Jetzt bin ich ja niemand. Und allein. Weniger als ein Niemand. Was ist mit dem Dorf passiert? Der Mann stöhnt und du siehst, wie seine Hände zucken und zu Fäusten ballen. Feenwesen. Verfluchte Feenwesen. Haben alle getötet. Jeden Einzelnen. Hasse sie alle. Hasse die Feenwesen. Hasse den Dorfvorsteher. Warum hast du die Feenwesen zu sehr? Die Feenwesen. Sie haben meine Braut gestohlen. Sie haben sie getötet. Sie haben mich getötet. Das ganze Dorf und den Dorfvorsteher, diesen Bastard. Er hat ihnen geholfen. Er hat seine eigene Tochter an den Feenwesen verkauft. Nita, meine Liebste. Böse. Sie alle. Jo, wie ich sie hasse. Und wie kann ich dir helfen? Feenwesen sagt, ich finde meine ewige Ruhe, wenn zwei Münzen meine Augenlider ersetzen. Gib mir nur zwei Münzen. Normale Goldmünzen auf den Tod des Mannes legen? Nur zwei Münzen, das müsste zu schaffen sein. Ja, versuchen wir es mal. Du hast zwei Münzen auf die Augen des toten Mannes gelegt, aber sie verfallen von seinen Augenglühen auf den Boden. Der Turmmann faucht. Alles Lügen. Verdammte Feenwesen. Verdammte. Ja gut. Der tote Mann keucht hilflos und streckt seine Arme nach dir aus. Das sind wohl nicht die richtigen Münzen. Münzen für die Augen des toten Mannes. I did as you asked. Das sind viele Münzen, aber nicht die richtigen. Was haben wir da? Sumpfiger Gestank von Algen und abgestandenem Wasser. Ein paar bisschen Zeug. Oh, das sind wieder Schnecken. Du darfst nochmal zurücklaufen. Und auf die Art. Cover the Weaver. Autsch. Du kriegst auf jeden Fall. Das war der Heiler. Die Viecher sind nicht ohne, würde ich bauen. Nein, 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 nein. Valerie, du gehst nicht in die Richtung. So. Du solltest doch endlich mal die leichten Wunden verlieren. Achso, er hat minus 38. Achso, ja gut, das dauert eine Weile. Dann heile lieber ihre leichten Wunden. So, dann machen wir das mal so. Ein bisschen Magie. Du gehst mal schnell zurück. Was Dumme an diesen Schnecken ist, es gibt nichts. Nicht wirklich irgendwas, was man looten kann. Was haben wir da? Noch ein paar alte Stückchen. Da drüben ist noch irgendwas. Ein paar Güter. Da sind noch ein paar Güter. Speichern wir mal zwischen.